Hallihallo, ihr wundervollen Seelen, hier ist Heidi Marie Wellwald und ich grüße dich. Ich wollte aber etwas mit dir teilen. Wo ich unterwegs war, hatte ich heute das erste Gespräch oder das erste Coaching, also das Mentoring mit einer neuen Kundin im Celebrate Your Business Passion Mentoring. Und also sozusagen das erste Gespräch, wo es dann losgeht, wo wir dann den Fahrplan festlegen, in Anführungsstrich, für ihr Business und schauen, wo die Punkte sind, was zu tun ist. Und vorausgegangen ist eine ausführliche Analyse des Ganzen, also wo sie jetzt steht, wo die Themen sind, was sie will, wo die Herausforderungen sind und so weiter, um tatsächlich ganz punktgenau eine Strategie, in Anführungsstrich, wobei das keine Strategie ist, sondern ein individueller Fahrplan für ihr Business zu erstellen und eben das Schritt für Schritt durchzugehen. Und einer der Punkte, der ist mir heute wieder aufgefallen und den möchte ich mit dir teilen, weil ich weiß, dass viele genau an diesem Punkt hängen. Und das war bei ihr genauso. Sie hat sogar zweimal den Fehler gemacht, in Anführungsstrich. Und jetzt bei dem dritten Versuch hat sie es geändert. Das kannst du jetzt auch machen. Du kannst auch ein paar Try and Error, also ein paar Mal versuchen und dann nochmal und nochmal und nochmal. Oder du hörst dir an, was ich zu sagen habe und du partizipierst an meiner Erfahrung. Denn Fakt ist der, seit ich begleite ja Menschen schon seit 20 Jahren in die Selbstständigkeit auf verschiedene Art und Weise. Und es gibt einen Punkt, ein Thema, warum viele tatsächlich am Anfang scheitern. Und man kann tatsächlich am Anfang schon sehen, wie jemand startet, ob das Ganze erfolgsversprechend ist oder nicht. Und es gibt mit Sicherheit ein paar Punkte, aber wie gesagt, am Anfang kann man sehr gut erkennen, ob eine Selbstständigkeit, also wie jemand an eine Selbstständigkeit herangeht, ob die erfolgreich wird oder nicht. Das kann ich dir aus dem FF sagen, ja. Und eine Sache ist dabei wesentlich und das ist, dass die meisten Selbstständigen, vor allen Dingen Solopreneure, also die ein eigenes Seelenbusiness haben, also vielleicht allein oder zu zweit oder zu dritt, also ein kleines Unternehmen haben, sehr stark darauf konzentriert und fokussiert sind, alles selbst zu machen. Alles. Das beginnt bei der Buchhaltung, das beginnt beim Marketing, das beginnt bei der Technik und so weiter. Also alles wird irgendwie selbst gemacht. Mit der Argumentationskette: Naja, wir haben ja jetzt am Anfang nicht so viel Geld und deswegen machen wir alles selbst. Aber das, ganz ehrlich, das ist eine und war schon immer im Grunde eine Milchmädchenrechnung. Denn was tun wir, wenn wir sozusagen uns mit anderen Dingen beschäftigen, die nicht unser Kernthema sind, die uns nicht Freude machen, die uns nicht Spaß machen? Wenn wir das aus einer tieferen Perspektive betrachten, das mag auf den ersten Blick, mag das vernünftig sein, ja, also dass du sozusagen vernünftig an die Sache herangegangen bist und nicht zu viel Geld ausgegeben hast, aber ich sehe es immer wieder und das ist nicht nur übrigens bei Anfängern so, das ist bei vielen Menschen, die ein Seelenbusiness haben und vor allen Dingen eben Solopreneure, dass die meiste Zeit ihres Tages, also ihr meistes berufliches Wirken hat nichts mit ihrer eigenen Kompetenz zu tun, mit dem, was ihnen wirklich am Herzen liegt, also mit dem, was ihre Berufung ist, mit dem, was ihnen am meisten Spaß macht. Ja? Zum Beispiel bei Coaches sehe ich das ganz stark, dass sie ganz viel, also eigentlich die wenigste Zeit coachen und viel mehr damit beschäftigt sind, wo sie den neuen Kunden herkriegen, die ganze Technik, was damit zusammenhängt, wenn sie das online machen, die Marketinggeschichten, die Buchhaltung und so weiter. Und wenn wir uns da nicht sozusagen, wenn wir uns da zu sehr verstricken und mehr Zeit, und das ist wirklich entscheidend, schau mal, und das kannst du selbst jetzt mal bei dir prüfen, wenn du selbstständig bist oder das gerade planst, wie viel Zeit verbringst du mit deinen Nebenschauplätzen? Ich habe das Thema schon öfters thematisiert, aber es ist so glasklar und heute kam das nochmal so klar rüber, weil diese neue Lieblingskundin, die hat tatsächlich dreimal, ist ihre dritte, ihr dritter Anlauf sozusagen, sich selbstständig zu machen. Und die ersten zweimal hat sie das tatsächlich alles allein gemacht. Die Buchhaltung, die Technik und so weiter. Und jetzt, das erste Mal, hat sie sich anders entschieden. Sie hat gesagt, okay, diesmal mache ich von Anfang an, hole ich mir einen Coach, also in dem Fall jetzt mich, der mich mental und auf tiefer Ebene begleitet, um mich klar zu positionieren, um klar das herauszuarbeiten, was mein
was wirklich mein Geschenk an die Welt ist, um das nach außen zu bringen. Auch im Thema Online-Business, weil es geht bei ihr um ein Online-Business, auch da ein bisschen das zu konkretisieren. Und sie hat sich gleich von Anfang an, jetzt hat sie sich eine Steuerberaterin geholt und es macht auch jemand die Technik für sie. Und ich weiß, dass viele dann gleich am Anfang sagen, ja, aber ich habe doch nicht das Geld dafür. Der Punkt ist der, ich kann dir sagen, bei uns war das ähnlich. Also als wir gestartet sind, hätte ich auch die Möglichkeit gehabt, die Buchhaltung selbst zu machen und so weiter. Wobei die Technik damals, es war schon ziemlich, also wir haben uns vor über 20 Jahren selbstständig gemacht. Also da hast du noch wirklich jemand gebraucht, einen Techniker, jemand, der sich wirklich mit der Homepage basteln auskennt. Heute brauchst du das ja gar nicht mehr. Aber damals haben wir jemanden gebraucht und es war damals ein Student. Und der hat uns nicht nur das gemacht, sondern wir hatten damals ganz hammermäßig, ja, ich wollte unbedingt eine Datenbank haben, weil damals war man noch im Bereich Personalvermittlung tätig und ich wollte eine Datenbank, ich hatte ganz klare Vorstellung, wie das ist, ein Matching, ja, dass das funktioniert. Und sowas ist eigentlich nur ist sehr teuer, wenn du das programmieren lässt. Damals war das schon, das ist auch heute noch so. Also wenn du heute eine Datenbank programmieren lässt, ja, also auf deine Bedürfnisse zugeschnitten, was du genau willst, dann musst du echt Geld in die Hand nehmen. Und ich habe mich damals entschieden und wir haben damals einen entfernten Bekannten, der hat es dann gemacht. Der hat unsere Datenbank und die haben wir heute noch. Wir arbeiten zwar jetzt nicht mehr damit, aber sie besteht noch, ja. Also die ganzen Kundenkontakte und so weiter. Das ist alles noch da drin. Und das war so geil, was wir damals entwickelt. Also nicht wir, sondern wir haben es in Auftrag gegeben. Und der Punkt war der, wir haben uns damals, wie gesagt, wir hätten uns das nicht leisten können. Aber zum einen haben wir uns dafür entschieden und zum anderen haben wir Möglichkeiten gefunden, um sozusagen einen Austausch zu machen. Wie ich schon sagte, das war jemand noch sehr jung und der, damals waren wir ja noch so mehr in dem Bereich, dass wir Menschen unterstützt haben, dass sie eine neue Position finden. Und wir haben für ihn, das war das Matching, sozusagen ihn begleitet, ihn vorbereitet auf Vorstellungsgespräche, Unternehmen, Kontakte hergestellt und ihn letztendlich auch vermittelt. Ja, so. Und das war der Deal. Und letztendlich war das für ihn etwas Tolles und es war für uns etwas Tolles. Und mit unserer Steuerberaterin war das damals genauso. Die war damals ganz am Anfang. Die war noch ganz, ganz frisch am Markt, genauso wie wir auch. Und wir haben uns zusammengetan. Das heißt, wir haben damals nicht so viel bezahlt. Wir sind zusammen groß geworden. Weißt du, es gibt immer Möglichkeiten. Und Geld ist nicht das Thema. Es ist eine Mindset-Geschichte. Das heißt, dass du dir erlaubst, dass du das wirklich haben kannst, was du willst. So wie ich diese Datenbank. Nochmal, es wäre für ein kleines Unternehmen, das hatten noch nicht mal mittelständige Unternehmen, das, was wir hatten. Wir waren da absolute Spitzenreiter und Vorreiter hier in der Region mit so einer Idee überhaupt. Ja, und das so in diesem Stil zu praktizieren. Und wir haben übrigens diese Idee dann später auch verkauft. Ja, also nicht die Datenbank selbst, aber die Idee und die Konstellation dazu. Und genau das ist der Punkt. Und wenn du dich aber zu sehr mit diesen, wenn ich mich jetzt zu sehr, weil die damals war das so, das Vermittlungsgeschäft war noch sehr, ja, sehr viel Handarbeit. Ja, und du hast viel aussuchen müssen und gucken müssen und suchen müssen. Und da wir ja so eine große, umfangreiche Datenbank hatten, war das echt, das wäre viel zu anstrengend gewesen. Da wärst du immer nur am Suchen und so weiter. Und deswegen kam mir eben, wie gesagt, die Idee, das zumindest mal eine Vorsortierung vorzunehmen, technisch vorzunehmen. Was auch damals echt super geklappt hat. Und wenn ich aber diese Idee nicht gehabt hätte und auch nicht darauf bestanden hätte, dann hätte ich zu viel mich mit dieser Suche und so weiter beschäftigt. Ich war nicht allein, also ich habe mich nicht allein selbstständig gemacht, aber ein Teil meiner Zeit wäre damit, ja, beschäftigt gewesen. Und das wäre etwas, was meine Ressourcen vollkommen gebunden hätte. Das war nicht meins. Ich wollte das nicht. Das hat mir überhaupt nicht Spaß gemacht. Und genauso ist es bei dir auch. Und vielleicht, wenn du jetzt betroffen bist, ja, oder wie bei meiner Kundin, wo ich vorhin erzählt habe, die hat auch alles selbst gemacht und ist zweimal vollkommen gescheitert mit ihrem Business. Sie hat es eine Zeit lang versucht und gemacht und getan und das war auch total anstrengend. Und außerdem hat sie überhaupt keinen Bock auf diese ganze Buchhaltungsgeschichte und all das, was damit zusammenhängt. Aber sie hat es trotzdem gemacht, für sich alleine. Und da war sie immer in Verzug und so weiter. Und das hat total genervt. Und auch diese ganze Technik, ja, sie hat sich da reingefuchst und ja, sie hat es hingekriegt, aber sie hat keinen Bock gehabt. Und
im Grunde ist es genau das, um was es mir geht. Wenn du dich damit beschäftigst, mit Dingen, die du eigentlich nicht willst, was nicht deine Kernkompetenz ist, was nicht deine Berufung ist, nicht deine Leidenschaft ist, dann bindest du Energie. Und wenn du Energie sozusagen verschleuderst, verschwendest im Prinzip, dann fehlt dir diese Energie, um das zu tun, was du wirklich tun willst. Und weißt du, wie geil das ist, wenn du dich auf das konzentrierst, was du wirklich, wirklich willst? Weil dadurch wird Energie freigesetzt und du kannst noch viel, viel mehr bewirken. Und dadurch kannst du auch mehr Geld generieren, wenn du dich darauf fokussierst, was wirklich deins ist. Das ist reine Energiearbeit im Prinzip oder reines energetisches Haushalten, wenn du so willst. Und je mehr du dich dein Energiefeld so gestrickt ist mit Dingen, die du nicht willst, das kommt auch raus. Das heißt, du kannst nicht erwarten, wenn du hart arbeitest, ja, und dich besonders anstrengst, dass du dann etwas anderes rausbekommst. Also, dass du sozusagen Fülle und Leichtigkeit rausbekommst, wenn du dich extrem, extrem angestrengt hast, um eben Dinge zu tun, wie gesagt, die du nicht willst. Und das ist meiner Erfahrung nach tatsächlich eins der wesentlichsten Punkte, ja, warum viele am Anfang einer Selbstständigkeit oder irgendwann auch aufgeben, weil sie zu wenig ihr Hauptgeschäft machen, also das, was einem wirklich liegt, und viel zu wenig nach außen vergeben, das, was ihnen wirklich am Herzen liegt. Ja, und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, schau, was ist deins, was ist wirklich deins. Und was nicht deins ist, hab den Mut und vergib das nach außen und finde Wege, entscheide dich dafür und finde Wege, wie es für dich am besten passt. Und auch wenn du jetzt noch kein Geld hast, kann ich dir aber sagen, so wie wir mit unserer Datenbank, es gibt immer Wege. Es gibt immer Wege und es gibt immer Möglichkeiten. Aber du musst zuerst rangehen. Du musst dich dafür entscheiden. Wenn du sagst, es ist nicht möglich, dann ist das nicht möglich. So einfach ist das. Ja? Und wie gesagt, bei meiner Kundin, neuen Kundin, ist es jetzt genauso. Also ihr dritter Anlauf jetzt. Und sie hat es für sich heraus. Das war jetzt nicht, dass ich ihr das gesagt habe, sondern sie hat selbst für sich herausgefunden, wo der Knackpunkt war. Also sie hat sich, wie gesagt, vorher zweimal selbstständig gemacht und zweimal hat es nicht so richtig funktioniert. Und der Knackpunkt war bei ihr, wie bei vielen, vielen anderen auch, dass sie alles irgendwie selbst gemacht hat. Und dann irgendwann gar keinen Bock mehr hatte, weil es einfach zu viel war. Sie war immer nur damit beschäftigt und nicht mit dem, um was es ihr wirklich ging, ja, also mit ihrem Hauptthema, sondern sie war mit den ganzen Nebenschauplätzen beschäftigt. Und wie gesagt, das kann gelöst werden, auch wenn du es dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Und daher meine Empfehlung an dich, entscheide dich dafür, entscheide dich für das, was du wirklich willst. Und dann sei empfangsbereit für Ideen, für Möglichkeiten. Und sie werden dir offenbart werden, ja. Und wenn du ein Coach, ein Mentor an deiner Seite willst und gerade dabei bist, eben dein Seelenbusiness zu gründen oder ja noch in den Anfängen bist und du merkst, du hast dich gerade eben so angesprochen gefühlt und du machst vielleicht ziemlich viel alleine und es läuft aber trotzdem nicht so, obwohl du alles alleine machst, dann kann ich nur sagen, bewirb dich für einen Platz im Celebrate Your Business Passion Mentoring und lass uns über deinen Weg sprechen. Lass uns darüber sprechen, wo es bei dir hakt und wie wir bei dir, welche Schritte sinnvoll bei dir sind und was wir gemeinsam tun können. Ja, also, ich verlinke das gerne, aber du kannst schon mal auf meine Seite gehen, heidimariewellmann.de/seelenbusiness. Da findest du, wie du mit uns aktuell zusammenarbeiten kannst oder mit mir. Also, das war's. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen und bis bald.